Im Jahr 1899 neigte sich das Zeitalter der Gesetzlosen und Revolverhelden seinem Ende zu. Kann ich wieder schnell lesen oder was? Auch nö. Amerika wurde ein Land der Gesetze. Außer vor uns oder was? Für uns nicht. Glaube ich. Weiß ich nicht. Selbst der Westen war zum Großteil gezähmt. Na gut. Außer wir. Wir sind nicht gezähmt. Immer auch nicht. Werden wir auch nie. Hoffentlich hört man mich gut. Ein paar Banden treiben sich noch herum, doch sie wurden gejagt und zur Strecke gebracht. Okay. Rockstar Games präsentiert, was nochmal untertitelt wurde. Rockstar Spiele präsentiert. Red Dead Redemption 2. Was vor dem ersten Teil spielt. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davey rest while he... You know, an old mining town, abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Eine sehr schicke Grafik. Schon mal. Kapitel 1. Coulter. Also ist ein Kapitel eingeteilt. Geil. Okay. Bring him in here. Miss Gaskell, get that fire lit quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. And this? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. I loved Davey. Jenny. Sean, Mac, they may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground in their stead, I'd do it gladly. But we are gonna ride out and we are gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone.
We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. Bye. We need you strong. Okay. Wunderschön. Alte Eats, um mit der Schritt zu halten. All right. Let's head out. Ain't sure what we're gonna find out. Oh, ich hab was gedrückt. Oh. Was? Wollte ich nicht. Hallo? Nee, wollte ich doch gar nicht. Oh. Ich muss mal kurz wenden. Entschuldigung. Naja. Ich muss aber ein bisschen schneller rennen. Ja, sorry, ich bin noch nicht so oft geritten. Das ist mein erstes Mal, das wollte ich mal nicht gerade gucken, ob ich irgendwie eine Waffe habe. L2 Dutch, okay. Mhm. Bridge coming up. Take it easy. Okay, R1 bin ich. Ach komm. Bisschen Speed kann auch. Bisschen Speed ist schon okay. He's the last one, Arthur. No more. We need to get those people warm and fed. At least we don't need to worry about Pinkerton's tailing us in this. A couple more days, we'll be on the other side. You need to help me pick the others back up. You're the only one I can rely on to stay strong right now. We got fire and shelter. That's a start. Oh nö, nein, wollte ich nicht, das wollte ich auch nicht, nein. Ich probiere gerade so ein bisschen auf, was alle Tasten können. Und jetzt weiß ich es. Achso. Ach, Missionsinfo. Halb erfroren auf der Flucht findet die Bande Unterschlupf in einer verlassenen Minenarbeitersiedlung. Dutch, Arthur und Mecca suchen nach Vorräten. Ah, geil. Mhm. Achso, hatte man hier dieses, das hier wieder. Okay, cool. Sehr gut. Bin ich immer ein Fan davon. Ich mag es ihm auch mal ganz gerne, dass man nochmal nachlesen kann. Hey, I think I see something up the path. You up ahead. Who's there? Micah. Gentlemen. Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davey doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davey was a real fighter. Both of them calendar boys is. Was. Yeah. And Mac, Sean? We don't know. Quite a business. Was ich soll übernehmen? Yep.
Achso, bist du sicher? You sure about this, Micah? Mr. Morgan, I never thought I would be so pleased to see your face. Been kind of lonely out here. Where's everyone else? Old mining camp, back up the hill. Huddled around a fire, waiting for Daddy to put food on the table. Said it before, we got too many mouths to feed. Well, we got a few less now, so you should be happy. That ain't fair, Arthur. I earn my share. You think it's unreasonable to expect others to do the same? So, this house, you speak to the people there already? No. Like Dutch told us, look, but don't talk to no one. Just following orders. You know me. I'm a good boy. Right. Ja, das war ja schon immer Rockstar Games Stärke in solchen. Achso, ich hatte zwei Fragen. Ach, dann leck mich doch. Let's keep it down now, gentlemen. It's just up ahead. Snuff and stash those lanterns, boys. Best you two lie low on this. Oh. Okay. Let's head down there. Da runter? Wo denn? Okay, da lang. Alter, ist ich jetzt erst? Guck das mal an. LOL! Ja, realistisch gegen die Schneespuren aber nicht, ne? Hm, gut gemacht, Rockstar. Gut gemacht. Deine Gesundheit wird unten in der linken Ecke angezeigt. Wo denn? Hm? Ja. Okay, oh Gott, das werde ich locker übersehen. Ach komm. Geh doch ein bisschen größer. Bitte. Für Idioten wie mich. Näher dich dem Anbindepfosten. Wo ist denn da? Ja, wo ist denn hier ein Anbindepfosten? Näher dich im Anbindepfosten? Hä? Hä? Da? Da? Hä? Wo kann man. Was denn? Hält mich doch mal durch! Ach, hier! Ah! Da geht schon mal gut los. Ich hab was nicht gefunden. Du warst doch schon dran, der gelbe Fleck. Ja. Oh ja, oh ja, weißt du? Get yourself out of sight. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty looking degenerates. Arthur, in that cattle shed on the left. Micah, get down behind that wagon. Gib ihm den Schuppen und warum soll ich ja eins drücken, um Deckung zu geben? Will das Spiel mir versagen, dass ich ballern muss? Arthur, what are you doing? I said get out. Ja, halt Maul. Nein! Hello? Excuse me. Billy? Hello. Oh, well, hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Ah, gentlemen. We can't help you, mister. I got folks. Arthur. Dying. Arthur, we got a problem. Problem? Let's run. There's a corpse right here. No, I just Arthur, there's a body in the wagon. I hear you. Just okay. Nein. Warte mal ganz kurz. Ich merke das jetzt ja schon. Entschuldigung, das muss aus. Sonst krieg ich das Kotzen. Nein, ich will das aber nicht haben. Hilfe, was waren das? Einstellungen da unten. Denn hier ist nämlich die Zielhilfe an. Die will ich nicht. Ich will ohne Zielhilfe, weil sonst ist es scheiße. Ganz ehrlich, dann klicke ich ja hier nur klick, klick, tot. Klick, klick, tot. So geht das gleich so ablaufen. Lieber kurz mal, aber mal speichern ist gut. Gewicht, Uhr, was, Kilogramm? Bitte was? Ich will eigentlich die Zielhilfe ausstellen. Die ist nämlich an. Das mag ich jetzt schon. Stimmt ja. Wir präzieren uns auch aus. Das finde ich auch kacke. Third Person, was ist Third Person? Erfassend. Reit hier. Wählst du den Seamus für Kämpfe von Fahrzeugen und reit ihn aus normal, schmal oder breit. So um auf den passenden Gegner anzurasten. Was? Das. Freies Zielen, genau. Freies Zielen. Weil ich möchte schon frei. Ich finde das sonst echt doof. Zielempfindlichkeit. Okay, das ist jetzt mal so. Verpflichtung Standard, ja. Ja, okay. Weil ich finde frei Ding, ich finde das nicht. Ich finde das nämlich immer echt nervig. Wenn man dann klickt man ja nur noch. Ich will ein bisschen selber ziehen können. Jupp, jetzt geht das. Wie wär's denn? Du gehst, du Wechsler! Entschuldigung!
Lol. Wo ist denn der? Oh, das. Aua! Gibt es endlich wieder klassische Energie in einem Rockstar-Game-Spiel? Ist ja geil, ich feier das. Aua! Wo denn? What the fuck? Hä? Ach da! Ey! Was ist das denn für ein Pisser? Ich bin gar nicht gesehen, das war unfair. Ja, tot, ne? Jetzt kann man sich vielleicht doch aufladen? Hm, ich gesehen, du hinten kümmert sich drum, ne? Oh, gedacht, kann man nicht auch rein? Die Musik, ja, die ist geil, das stimmt. Turn the place upside down. Grab as many supplies as you can. We need the essentials. Food, medicine, whiskey. Halte in Nähe von Gegenständen den Ding gedrückt. Okay. Achso, in der Nähe von Gegenständen. Hier vielleicht? Geht das? Wie mache ich das? Also, oh, wird's? Kann doch erst dürfen. I don't believe it. It's a strange one, all right. Maybe they're hiding up here too. Ah. There's a big price on Colm O'Driscoll's head. Nearly as big as the one on yours. Wanting Colm dead is about the only thing me and Uncle Sam agree on. Dosengemüse, ey, das ist ja lecker. I'm starving. You should eat something now. Get your strength up for the ride back. Was ist denn los, hä? Da? Wie lange der jetzt leer ist? Okay. Und was kann ich dagegen tun? Nix. We could maybe move the women and Jack down here. Ich nehme das erstmal mit, ne? Kekse! Okay. Ich liebe dieses Spiel. Gibt's Kekse? Ich finde das Spiel jetzt schon geil. Aber wenn es Kekse gibt, das ist schon mal was am Medizin. Das glaube ich ganz gut. Alles mal mitnehmen. Wir nehmen alles. Ja, ach, gönn mir. Ich gönn mir. Oh, ich gönn mir einfach mal. Oh ja, und richtig geil mit Animation. Richtig nice. Endlich mal Animation beim Durchsuchen. Und nicht wie jedes Spiel. Klick. Eingesteckt. Klick. Eingesteckt. Was finde ich irgendwie. Also, dieses Einspiel ist auch Animation. Passiv. Aber auch keine anderen Games mehr gehabt. Nicht geil. Er ist aber ein vernünftiges Regenerationssystem, dass man sich nur heilen kann, wenn man es isst oder trinkt. Achso, ich kann mich nur dann heilen, wenn ich was esse oder trinke. Okay. Okay, cool. So, was muss ich jetzt machen? Achso, halte Ding gedrückt. Okay. Okay, man kann sich also nur heilen, wenn man isst oder trinkt. Gut, dass du mir das gedacht hast. Was gönnen wir uns denn? Ja, pass auf, wie der Kern da in der Mitte in deiner PS rot. Das heißt, dass du Hunger hast. Warum? Also gut. Angebrochene Arznei. Kannst dich nur heilen, wenn du wieder das hier in Ordnung, wenn das hier in Ordnung ist. Okay. Also was haben wir? Also wir haben ja einmal Vorräte neu. Mhm. Vorräte. Mhm. Arzneien. Mhm. Und Zutaten. Materialien. Gepäck. Wertgegenstände. Dokumente. Wie lange soll ich an dem Game noch, wie lange soll, hat das Spiel durch so gedacht, soll ich im Game sitzen? Ja, dann nehme ich noch ein bisschen Arznei zu, nee, was soll ich denn jetzt übernehmen? Haferkekse ist kacke. Kekse. Nichts besser, also es gibt nichts mehr als Kekse. Ein Keks, ich bin wieder. Wenn ihr wirken, der Fitze verdammt mit Fitze. Ich muss, oh, das ist auch noch. Ach du, ist ein Hilfe, ich hab Angst. Meet me out here when you're done. Ich muss jetzt sagen, es zieht mich halt viel mehr in den Bann als damals in der Anfang von GTA 5. Wo ja, Micah, Arthur, keep looking for stuff. Arthur, go see if there's anything in that barn. Micah, you search the cabin, see what we missed. Sure. Alter, also ich muss ehrlich sagen, es zieht mich schon viel, viel mehr in den Bann. Oh! Entschuldigung, tut mir leid. Mein Fehler. Ich kann auch so schießen. Hups. Tut mir leid. Das passiert jedem guten Menschen. Glaube ich. Also rennt man. Ja, war ich doch schon. Aber die Unwaffe.
Wo sind die? Oh, Leute, ist weit weg. Ah, nee, die ist hier irgendwo. Schon eröffnen. Ja, ist ja die Stimmung komplett darüber. Wow! Oh fuck. Ey, ey! Nein, 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 nein. Oh nein, nein. Ach ja? Was? Helfen Sie mir? Wie kämpfe ich denn? Achso. Dann, hier, und nochmal in die Fresse. Na? Das ist für deinen Cousin, Arschloch. Na? Hast du Angst? Rede. With the others at an old mining camp southwest of here, near the lake. Was? Ich hab gesagt, rede! Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. Na, magst du das? Arschloch. Ich kann das den ganzen Tag machen. Jetzt habe ich da ein bisschen zu fest zugehauen. Oh gut, der schläft erstmal. Na, nimm nicht eine Frage. Ich glaube, der hat da unter sich. Ich nehme dann mal ihre Waffe, ne? Ich hoffe, du stürzt sie nicht. Alles meine. Ah. Oh geil, hier kann man den Hut sogar. Hey. Ah. Hey, Süße. Hey. Na? Komm. Bisschen auf dich rumtrappeln. So. Was soll ich machen? Pferd hier. Hallo, Pferd. Süß. Komm, du bist doch ganz süß. Du bist so süß. Das hilft bestimmt, oder? You're alright, boy. Wisst ihr, du bist vollkommen in Ordnung, Junge. Halt El Zone schwer anzuschauen. Hallo, Pferd. Ich führe dich jetzt, Pferd. Drücken, führen, drücken und so. Möchte dich gerne führen. Hallo, Pferd. Ich möchte dich bitte etwas führen. Pferd. Bin ich jetzt zu dumm zu drücken, um das Pferd zu führen? Das habe ich gemacht. Holger ist jetzt ein Anbindeposten. Okay. Na, ist schön hier? Schön draußen, ne? Weiß. He's dealt with. Good. That looks like a decent horse. You should keep him. You need to hitch him. He's already skittish. Ja, es ist Schnee auf dem Hut, wie cool. Ja, man muss auch jetzt eher dazu sagen, viele sprechen jetzt schon von neuen Standards, aber das wird nach lange kein Standard sein. Das ist einmaliges Game. What the fuck? Come here! Oh, look what I found in the cellar! Wild thing, ain't ya? Leave her alone! I wasn't doing nothing! She's one of them O'Driscolls! No, she ain't, Michael! Look at her! Miss! Are you... Oh, you fool! Michael! Miss! Now, it is gonna be okay. We mean you no harm. Miss, come on. It'll be okay. We need to get out of here and quick. Come on now. Oh. You okay, miss? They came 3 days ago. And my husband, they... Okay. Miss, you are safe now. And you can't stay here. Come with us. Arthur. Miss, it's okay. We're
bad men. We ate them. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. He was my husband. He weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Adler. Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed.